Ich bin in den 90ern und frühen Nullerjahren groß geworden und da war das allgegenwärtig. Wir hatten als Jugendliche, als junge Leute ständig mit Nazis Konflikte. Die waren einfach überall. Die waren in den Jugendclubs, die waren vor den Jugendhäusern. Es wurde auch viel akzeptierende Jugendarbeit gemacht. Die hatten ihre eigenen Treffpunkte. Die waren an der Tankstelle. Also du konntest, die waren auf jeden Fest, auf jeder Feierlichkeit. Also du hattest Schwierigkeiten, irgendwo hinzugehen und keine Nazis zu treffen. Und das meine ich, wenn ich sage, die waren schon immer da. Für mich waren die gefühlt schon immer da und waren auch nie wirklich weg. Also die waren vielleicht mal eine Zeit lang ruhiger, aber sie waren nicht weg. Das Problem in den ländlichen Regionen ist, dass die Menschen, die dort wohnen, halt einfach in die nahen großen Städte halt abwandern. Also die Menschen, die sich auch, sag ich mal, als Alternativer bezeichnen würden und nicht als so klassisch konservativ, ne? Oder auch nicht als, die jetzt halt von sich jetzt nicht unbedingt sagen würden, sie sind Nazis. So, die wandern halt ab, die halt irgendwie mehr wollen, die auch ein Bild davon haben, dass unsere Welt halt eine riesengroße Welt ist, die halt viel mehr zu bieten hat als das, was in den kleinen Dörfern real existiert, die halt ein Verständnis davon haben, weil sie in der Schule halt zugehört haben, dass es den Menschen gibt und nicht unterschiedliche Rassen in unterschiedlichen Nationen, die man alle getrennt betrachten muss. Tja, wie sollen wir es dort aushalten? Das ist in dem Zusammenhang eine interessante Frage, weil wenn man die ehrlich beantwortet, dann kann man es da tatsächlich nicht aushalten, außer es bleiben über Jahre hinweg Menschen vor Ort, die halt irgendwie aktiv sind und die was machen, die sich in die Zivilgesellschaft auch mit einbringen, die halt in der Zivilgesellschaft akzeptiert sind, die halt einfach Teil der Gesellschaft sind. Also ich habe mal im Zusammenhang mit meinem Studium halt mich auch damit auseinandergesetzt, halt was eine Gesellschaft alles braucht so, und welche Teile zu einer Gesellschaft gehören. Und zu einer Gesellschaft gehören halt einfach alle Teile dazu. Da gehören auch alle Meinungen irgendwie dazu. Ne? Also ob man die Meinung nur gut findet oder nicht. Aber das gehört irgendwie mit zu dem Gesamtkonstrukt. Gesellschaft gehört das mit zu. Und in den ländlichen Regionen passiert nach meiner Wahrnehmung halt einfach das, dass ein ganz bestimmter Teil, nämlich der sich quasi engagiert, der auch weltoffen ist, dass halt einfach davon ein überwiegender Teil halt einfach weggeht und nicht in den ländlichen Regionen bleibt, weil er sich dort einfach über die Jahre hinweg auch nicht wohlfühlt. Das engt einen auch ein und muss ständig im Zugzwang, wenn man will, dass es irgendwie angenehmer oder schön ist, dass man das selber machen muss. Also die Angebote sind halt auch, gerade für junge Leute, sind halt auch sehr begrenzt. Um es mit den Worten von Kurt Biedenkopf zu sagen, wir haben kein Problem mit Rechtsextremismus. Man hat es ignoriert und deswegen hat sich das natürlich weiter fortgepflanzt und ist natürlich, ja, mündet dann in solchen Sachen wie am 27.08. in Chemnitz. Also es waren die NPD-Strukturen, es waren die Kameradschaftsstrukturen, es war das Blattenhörner-Netzwerk, was immer noch aktiv ist, also ne, trotz dessen, dass es verboten ist, gibt es das ja noch. Die Leute sind ja trotzdem noch da. Also die Leute sind ja nicht weg. Und die sind ja trotzdem miteinander vernetzt. Und dann ist, denke ich, ein großes Mobilisierungspotenzial, ein Vernetzungspotenzial in der Fußballszene vorhanden, in der Hooligan-Szene. Also da kann man nicht alle Vereine und auch nicht alle Fankulturen über einen Kamm scheren. Also spielt eine große Rolle. Ja, die gibt es immer noch. Die haben jetzt Kinder, die jetzt auch wieder größtenteils Nazis sind. Und die sind halt so aufgewachsen. Ja, also die haben das tief drin. Bei denen ist in der Schule klar, oder die wissen halt, okay, der Lehrer oder die Lehrerin erzählt was über den Holocaust, aber
Papa und Mama haben recht, das hat es alles so nicht gegeben und wir hören uns das aber an, weil das ist so die Staatsmeinung und ist gut. Ne? Wir lernen das auch, schreiben unsere Arbeit, haben dann da auch gute Noten, aber ja, naja, es klingt abstrakt, aber also so nehme ich das wahr. Also wir haben bei uns auch einen ganz, ganz hohen Anteil aus der germanischen Siedlerbewegung halt, die verteilt auf den Dörfern wohnen und ja, die werden von frühester Kindheit im Stile von Götz Kubitschek halt geschult und trainiert und dass sie da auch mitmachen, die wissen im Alter von 6 Jahren, was sie wie in der Schule oder im Kindergarten sagen dürfen und was nicht, die begehen da auch kaum Fehler. Ich kenn's nicht anders. Also, es war bei uns in der Schule so, dass halt die Neonazis halt die Coolen waren. Na, und die, die eben nicht die Neonazis waren, die waren halt eben auch nicht die waren halt nicht die Coolen. Wir waren halt irgendwie, naja, die halt irgendwie damit nichts zu tun haben wollten. Wir haben dann halt angefangen Musik zu machen, weil das sowieso alles, ne? Aber die Coolen waren die Neonazis. Die hatten Autos, die hatten irgendwie, ne? Die hatten immer coole Musik irgendwie, in Anführungsstrichen, ne? Die keiner kannte, die jetzt nicht so akzeptiert war. Die haben illegale Konzerte veranstaltet, die haben die haben sich zusammengerottet und haben irgendwelche Aktionen halt dann gemacht oder so. Die waren halt irgendwie cool. Ich mache im Endeffekt nur Jugendarbeit, wie sie halt klassisch in den 60er, 70er Jahren halt beschrieben wurde von den Soziologen und von den Sozialarbeitern und Arbeiterinnen, die sich mit aufklärerischer Gesellschaftsentwicklung und mit sozialer Arbeit halt auseinandergesetzt haben. Es ist im Endeffekt nichts anderes, es ist nichts Besonderes. Und es wurde aber einfach über Jahrzehnte hinweg halt nicht mehr in der Art und Weise halt durchgeführt. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, warum das halt dann eben nicht bloß 1000 Nazis sind, die sich in Chemnitz zusammenrotten, sondern warum das 5000 sind. Also es hätte Aussicht auf Erfolg, das kann ich so klipp und klar sagen. Aber das würde, also der Erfolg ist halt nicht, es ist halt kein naheliegender Erfolg, sondern es ist halt was langfristig passiert. Und so ist es in allen Bereichen der sozialen Arbeit. Dort sind die Erfolge, die sind langfristig sichtbar. Und wenn man in den Bereichen immer wieder kürzt oder irgendwelche Feuerwehraktionen macht, halt, wie das Politiker und Politikerinnen halt gern machen, um halt für Zeiten ihrer Wahlperiode halt gut darzustellen, das funktioniert halt einfach nicht, weil so funktioniert Gesellschaft nicht und so funktioniert gesellschaftliche Entwicklung. Die funktioniert einfach nicht so. Die funktioniert nicht in Wahlperioden von 4 Jahren. Na, die ist halt viel träger. Und wenn man jetzt, klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man jetzt sagt, okay, seit der Wende, na, 90, ist halt einiges irgendwie in eine falsche Richtung oder in eine andere Richtung, die wir so nicht wollten, halt gelaufen, dann sind das mal 28 Jahre. Um das ansatzweise vielleicht wieder umzukehren, reden wir von bestimmt 28, 30, 40 Jahren, die das braucht an kontinuierlicher, sukzessiver Arbeit, um halt irgendwie das wieder anders hinzubekommen, weil das ist ja allumfassend. Um quasi den Schulterschluss hinzubekommen, dass eben die vorhandene, in Anführungsstrichen, Zivilgesellschaft, die eben nicht AfD wählt, müsste es irgendwie funktionieren, dass sie auch sagen, okay, ja, es gibt eine militante, autonome, antifaschistische Bewegung und die kämpft mit allen Mitteln gegen Nazis, die gibt es. Und die sind aber genauso im Endeffekt antifaschistisch wie wir und die gehören zu uns. Und das hat mehr oder weniger in der Anti-Atom-Bewegung
hat das funktioniert. Da haben die Bauern gesagt, ja, na, die militanten Atomgegner, die gehören zu uns, die verfolgen das gleiche Ziel. Schlussendlich sieht man heute, hat es halt einfach zum Atomausstieg geführt. Hat lange gedauert, hat aber funktioniert. Nee, aber sie sind sichtbar. Ich würde jetzt mal sagen, die Nazis, die sind auch in allen anderen Orten organisiert. Dort weiß es nur niemand. Oder dort kriegt es niemand mit, weil halt niemand darauf aufmerksam macht. Und ich denke, das ist nicht nur ein sächsisches Phänomen, das ist überall, denke ich so. Auch in Westdeutschland, in Regionen, in Niedersachsen oder so, ne? In Nordrhein-Westfalen. Oder da ist das doch wahrscheinlich genauso auf den Dörfern, wenn da halt niemand ist, der da organisiert ist und der darauf aufmerksam macht, dann kriegt das doch gar keiner mit. Dann sind die halt im Fußballverein, in der Feuerwehr, die sind machen Bier aus Schank beim Dorffest. Das interessiert doch da wahrscheinlich dann gar keinen. Und so ist es halt auch in Sachsen halt. Es ist halt unser Problem, dass wir halt gegen Nazis sind, weil wir stacheln sie ja an. Das trifft jetzt nicht nur auf uns zu, sondern das trifft auch auf andere Vereine, die Kunstprojekte oder alle möglichen anderen, sag ich mal, kulturellen Aktivitäten bei uns in der Region machen, na, oder auch viel in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Im Endeffekt wird es von der Polizei, oder so nehmen wir das wahr, es ist unser Problem, weil wir machen ja Dinge, die Nazis nicht gut finden, also sind wir deren Angriffsfläche, also ist das jetzt auch unser Problem. Wenn wir nicht mehr wollen, dass das unser Problem ist, dann sollen wir unsere Arbeit bitte unterlassen. Also ich habe jetzt keine Angst. Das habe ich mir abgewöhnt, weil Angst ist auch nicht wirklich ein guter Berater. Ich mache einfach das, was ich mache und was ich gerne mache. Und das ist Jugendarbeit, die ausgerichtet ist an den Menschenrechten, an dem humanistischen Idealbild. Und dann habe ich dort auch alles mit drin. Und wer dann damit ein Problem hat, der ist halt dann einfach in meinen Augen halt auch scheiße. Also ich habe das Gefühl nicht, dass wir mehr sind. Und deswegen fand ich das mit dem, na, jetzt völlig losgelöst von dem Konzert. Na, ich denke, das ist tatsächlich gut für junge Menschen, dass sie halt sehen, sie sind nicht allein. Und na, gerade für die jungen Menschen, die auf den Dörfern in Sachsen leben, ist so ein Konzert unheimlich wichtig. Und das gibt denen Kraft und das hat seine Berechtigung. Und das hat es auch schon immer gehabt. Na, aber der Hashtag war es, der halt auch andere Menschen halt, die in Projekten im ländlichen Raum aktiv sind, halt irgendwie dazu gebracht hat, ja, irgendwie, so ganz die Wahrheit ist das nicht. Das Treibhausen Döbeln, was ein befreundetes Projekt von uns ist, hat quasi den Hashtag dann daraufhin, wann, wenn nicht jetzt, veröffentlicht. Und ich denke, das ist der richtige Hashtag. Also wenn die Menschen wirklich wollen, dass sie mehr sind, dann müssen sie was tun. Dann müssen sie auf die Dörfer kommen und irgendwie dann in der Stadt ändert sich das nicht. Sie müssen bei den kleinen Vereinen, und wenn es eine Vereinsmitgliedschaft ist, eine Fördermitgliedschaft, dass wir irgendwie mehr finanzielle Handlungsspielräume haben oder nicht halt unsere ganze Kraft und Energie darauf verwenden. Und das ist halt real so, dass wir gucken müssen, wie kommen wir ins nächste Jahr. Meine Kraft oder meine Energie schöpfe ich daraus, dass ich eigentlich nicht will, dass Jugendliche ihre Jugend so verbringen müssen mit Krankenhausaufenthalten und weil sie halt zusammengeschlagen wurden, halt wie ich das in meiner Jugend und wie auch andere das in ihrer Jugend erlebt haben. Und das will ich nicht und das wünsche ich keinem, das wünsche ich niemandem, und das ist der Motto. Und außerdem glaube ich daran, dass eine andere, fairere, schönere Welt halt auch irgendwie möglich ist. Und ich will selber in Freiheit leben, also sollen auch alle anderen Menschen in Freiheit leben können. Und
Das ist einfach, also es reicht mir als Motto. Also das.